und herzlich willkommen bei Frau Janik probiert's aus, probier's auch. Und heute habe ich eine super coole Snack-Idee für euch, für den süßen Hunger, für zwischendurch. Also wenn ihr mal wirklich Lust habt auf ein leckeres Dessert, aber keine Lust habt, dafür Ewigkeiten in der Küche rumzustehen, dann ist das perfekt. Und vor allem nach Ostern, denn was verwende ich hierfür? Und zwar habe ich hier noch einen Osterhasen übrig. Und den werde ich dazu verwenden, wenn ihr natürlich keinen Osterhasen mehr habt, dann nehmt ihr ganz normale Schokolade. Aber das ist natürlich super gedacht als Food Waste sozusagen, wenn man nicht mehr weiß, was man mit diesen ganzen Schokohasen oder mit diesen ganzen Ostereiern eigentlich noch machen soll. Und wie meine Idee ist, das zeige ich euch jetzt. Für meine Snack-Idee, die ganz einfach zubereitet ist, braucht ihr folgende Zutaten, also ganz wenige. Und zwar habe ich hier einmal eine Vollkorn-Tortilla. Und da wähle ich immer Vollkorn. Vollkorn ist nämlich viel gesünder als das ganz normale Weizenmehl, was eigentlich nichts mehr Gutes drin hat für euren Körper. Sondern immer Vollkorn wählen am besten. Das ist gut für die Verdauung. Es hält euch länger satt, es gibt euch auch dementsprechend länger Energie und hat auch viel mehr Ballaststoffe eben, die eben gut für die Verdauung sind und auch Eiweiß. Also wenn ihr die Wahl habt oder im Laden findet, dann wählt am besten immer Vollkorn. Ja, diese Tortilla ist sozusagen mein Crepe-Ersatz. Also ich werde jetzt nicht extra Crepes backen oder so, oder wenn ihr dazu keine Lust habt, dann ist es eine super, super Alternative. Dann braucht ihr natürlich noch den Schokohasen eurer Wahl oder ganz normale Schokolade, was ihr gerne habt. Da empfehle ich natürlich auch immer die dunkle Schokolade zu wählen, da die weniger Zucker drin hat. Und ich finde, die schmeckt auch viel, viel besser, viel schokoladiger. Also genau mein Geschmack. Wer natürlich keine Hasen jetzt hat, der könnte zum Beispiel auch die Ostereier verwenden. Die eignen sich auch super, die kann man nämlich nachher gut verteilen. Das ist auch eine gute Idee. Dann braucht ihr noch Bananen. Und zwar eine pro Crepe. Das reicht dann vollkommen aus. Und das waren schon die Zutaten. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Also meine Weizentortilla, die habe ich jetzt hier auf einen Teller gelegt. Und jetzt braucht ihr die Banane. Und die werde ich jetzt einfach in dünne Scheiben schneiden und schön auf meinem Crepe verteilen, schön gleichmäßig. Also das mache ich jetzt so einfach aus der Hand. Und dann kommt die Schokolade drauf und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, jetzt habe ich hier die Bananen schön drinnen verteilt, also so ungefähr. Und jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, möchtet ihr einen Special Effekt machen, dann legt ihr euch diesen Osterhasen hier einfach in die Mitte. Und dann kommt das Ganze so in die Mikrowelle auf die Grillfunktion. Dann schmilzt das Ganze nämlich von oben. Könnt ihr auch dabei stehen und zuschauen, wie das schön schmilzt. Sieht cool aus. Oder wer keine Mikrowelle hat, kein Problem. Dann gebt ihr das Ganze in den Backofen. Dann müsst ihr schauen natürlich, dass euer Teller das aushält. Wenn nicht, dann gebt ihr es einfach auf dem Backblech und später dann auf dem Teller. Und dann macht ihr am besten auch die Grillfunktion an oder einfach nur Oberhitze, damit das Ganze schön schmelzen kann. Und gebt es auch auf die oberste Stufe im Backofen. Und wenn ihr natürlich Gäste habt, dann könnt ihr das denen dann so servieren und sie können sich das dann selber rollen als Tortilla-Wrap sozusagen. Sieht halt voll cool aus, finde ich. Oder wenn es nur für euch ist, könnt ihr natürlich auch in Stückchen zerbrechen und schön verteilen oder halt auch die Ostereier drauflegen, wie ihr das gerne habt. Also da könnt ihr ein bisschen herumspielen. Macht halt Spaß manchmal, solche Spielereien. Und so sieht jetzt mein geschmolzener Schokohase aus. Jetzt ist alles schön warm. Der Arme hat ein bisschen gelitten, aber ja, hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich bin mir sicher, meinen Schülern würde sowas auch sehr, sehr viel Freude bereiten. Und jetzt muss das Ganze eigentlich nur noch aufgerollt werden. Und entweder könnt ihr das Ganze jetzt so aufrollen oder noch einmal verstreichen mit einem Löffel oder so. Und so sehen jetzt die fertigen Wraps aus, beziehungsweise ohne Backen-Crepes. Also richtig genial, richtig lecker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Und echt was Cooles auch zum Ausprobieren für Kinder. Die haben sicher Spaß daran. Und finde ich auch eine gesündere Alternative als andere Süßigkeiten. Es hat Banane drin, Vollkorn-Tortillas. Es macht länger auch satt vor allem. Ihr könnt ganz dunkle Schokolade verwenden, weniger Schokolade, wie ihr das Ganze gerne habt natürlich. Was ihr auch machen könntet, ist noch Nussmus oben drüber geben. Das schmeckt auch richtig lecker. Habe ich auch schon ausprobiert. Richtig genial, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ja, und ich würde sagen, es ist Zeit zum Probieren und es ist einfach nur genial lecker. Sehr lecker und auch noch leicht warm. Sensationell gut, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Ich esse hier noch weiter. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren.
und wir sehen uns das nächste Mal hier wieder. Schickt mir natürlich auch noch Fotos, genau, nicht vergessen, schickt mir die Fotos von euren geschmolzenen Hasen, am besten auf Instagram, und da könnt ihr den Hashtag Frau Jannik benutzen. Ich freue mich und ich bin gespannt, ob ihr das mal ausprobiert. So, und jetzt Egg with it. Tschüss!